Hallo, hier ist Ian und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Beim letzten Mal habe ich gesagt, wir treffen uns in Albrook und genau, wir werden heute von hier mit dem Schiff Richtung Crescent Island fahren und mal schauen, ob wir die Esper finden werden. Ah, das wäre gar nicht schlecht, wenn euer Business jetzt wieder verbessert wird. Vor allem, hört ihr das? Es läuft jetzt hier auch normale Mucke. Das heißt, vielleicht ist es jetzt ein bisschen angenehmer hier geworden, ne? To sell glowing stones. Said he was going to 10. When I wouldn't take one. Ah, okay, genau. Wir haben ja vorher da schon den Stein gekauft, nicht wahr? Moment, ich habe den doch vorher schon gekauft, oder? Muss mal kurz durch meine... Doch genau, Srafam war der, den ich gekauft habe, ne? Genau. Er ist anscheinend nach Soso gegangen. Merkt euch das vielleicht für irgendwann später, aber nicht unbedingt für heute. Was wir heute machen wollen, ist das Schiff nehmen. Hey. Du hast ja gesagt, du wartest hier, ne? There you are. Another of the Empire's generals and the person I hired in town will be traveling with us. Okay, wen hast du dir da ausgesucht? Wer ist General Nummer 2? Natürlich. Celeste ist wieder da. Und Shadow. Ja, stell sie uns vor. Wir kennen zwar beide schon, aber hey. Erstmal Schock. Nein, nichts los. Alles gut. Okay, gut. Wir sagen ihm anscheinend nicht, dass wir schon gemeinsam gearbeitet haben. Warum auch immer. Wäre doch gar nicht so schlimm, oder? Wir sollen uns vorher ausruhen, okay. Und Shadow hat Terra Celeste. Und Celeste sagt auch nichts. Gut, sie weiß ja nicht mal unbedingt, was passiert ist, ja? Terra war in dem Moment ja gar nicht dabei. Und gut, Locke, du weißt, was du getan hast, ja? Du hast ihr nicht vertraut. Und Shadow? Genau, ab jetzt kann Shadow auf jeden Fall nicht einfach die Gruppe verlassen. Finde ich gut. Das heißt, er ist jetzt an uns gebunden. Gut, er ist jetzt nicht Teil unserer Gruppe, das muss man dazu auch sagen. Aber, wenn wir ihn nutzen wollen oder werden, oder wo er halt teilnimmt, dann nimmt er nun mal jetzt teil. Und wo ist das Inn? Verdammt nochmal, hier ist das Café. Und warum läuft hier so eine Musik? Interessant. Aber ich suche eigentlich nur das Inn und das scheint nicht hier zu sein. Wo ist das Inn in dieser gottverdammten Stadt? Ja, warum läuft diese Musik hier? Die ist doch eher so ein bisschen mysterious und Nachdenkermucke als diese Standard-Hau-mich-tot-Mucke oder diese freundliche Mucke. Ich häng irgendwie fest. Ach ja, da drüben ist das Inn, ne? Och komm, jetzt sperrt mich noch die Frau ein. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Och, muss ich wirklich so laufen? Mensch, die Stadt ist irgendwie kacke. Aber gut, zum Glück haben wir nicht so viel mit Albrook zu tun. Haben wir jetzt nur mal ganz kurz die andere Mucke angehört und gehen jetzt direkt hier drüben im Inn schlafen. Na also. Aber ich mache das deswegen onscreen. Genau, wir kriegen nämlich erstmal, by all means, dank dem guten Leo haben wir ein Free Inn bekommen. Genau, denn, und schaut mal, wie normal die beiden zusammen schlafen können. Ich glaube, in der heutigen Welt sieht man sowas nicht so oft, oder doch? Dann kann ich nicht versprechen. Ich mache sowas nicht unbedingt, dass ich mit einer Kollegin oder so im selben Raum schlafe, aber hey. Und dieses Theme, so nice, Celeste-Theme. Ja. Muss dran denken, dass das hoffentlich der Thumbnail wird. Und ja, es ist ein Remix von dem Theme, was wir damals gespielt haben im Theater, ne? Ja, du kannst dir wohl denken, warum sie nicht mit dir reden will. Kann sie einfach wieder verzeihen? Wortlos geht sie einfach. Sie erinnert mich ein bisschen an Beatrix von ihrem Design, aber nein. Sie bleibt hart und sagt nicht ein Wort. Sie ist garantiert extrem gekränkt, ja. Ich meine, Locke, ja, wo es drauf ankam, ihr zu vertrauen, und sie hat ihr Vertrauen ja schon mehr als einmal bewiesen gehabt. Da zweifelst du an ihr und glaubst Kefka. Es tut mir leid, Locke, aber das ist auch ein Grund, warum du nicht mein liebster Charakter in diesem Spiel bist. Wie konntest du ihr nicht vertrauen, ja? Sorry, aber da hat er in meinen Augen einige Minuspunkte gesammelt, ganz, ganz ehrlich. Aber ja, Szene war wichtig. Und sowieso geforst vom Spiel. Aber wenn wir das gemacht haben, dann können wir das Schiff nehmen. Erinnert mich ein bisschen an Chrono Trigger, wie das Schiff hier fährt. Kann man auch so eine Erkundungstour mit dem Schiff machen. Chrono Trigger sieht optisch aber ein bisschen besser aus. Aber ja, das ist auch noch ein Spiel, wo ich mich noch drauf begeben muss. Aber erstmal muss ich mehr Final Fantasy hochladen, bevor ich an Chrono Trigger oder Dragon Quest oder sonst was sonst denken kann. Ey, okay.
We should arrive tomorrow morning. Finde ich gut. Ja, anscheinend gehen wir wieder unter Deck. Und wir nehmen sogar ein paar Magitek Armors mit. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Warum nehmen wir die mit? Ich meine, wollen wir uns mit irgendwem anlegen? Aber hey, wir können jetzt in der Nacht noch ein bisschen mit Terra laufen. Stay clear of the engine room, it's dangerous. Erinnert mich ein bisschen an die Schifffahrt in Grandia zum neuen Kontinent, ja? Nur, dass die hier nicht so lange dauert und wir hier, Spoiler, kein Geisterschiff erwischen, aber hey. Stimmt, in Wind Waker gab es auch Geisterschiffe. Es muss mehr Spiele geben mit Geisterschiffen, die ich spiele. Anscheinend. Wieder Terras Mucke. Heute wieder viele gute Themes. 20 Jahre lang. Ja, deswegen, also, das darf man dir, das kann man dir nicht übel nehmen, dass du so denkst, Terra. Ja, nicht alle sind wie Kefka. Ja, Kefka ist ganz speziell. Das ist schon wahr. Genau, was ist mit dir, hm? Wir haben schon gehört, dass du diese Magitek-Infusion nicht genommen hast, ne? Du kannst also nicht zaubern. I didn't do anything. Genau, du wusstest Bescheid, dass Terra so genutzt wird und hast nichts dagegen gemacht. Gut, du hast zwar nicht mitgemacht, aber geholfen hast du auch nicht, ja? Trotzdem, mit Leo kann ich mich mehr anfreunden, ja? Er scheint schon ein wahrer Typ zu sein. Der wäre garantiert in unserer Gruppe, wenn er nicht fürs Imperium kämpfen würde. Warum, was stellst du schon wieder für eine Frage, Terra? Of course. Esper könnte auch leben, dein Vater konnte es auch. Also warum nicht? Das ist eigentlich eine doofe Frage, Terra, sorry. Ich muss dazu sagen, eigentlich, man sagt ja immer, es gibt keine dummen Fragen, ne? Dazu aber ein Freund von mir hat sich dann eine Frage überlegt, wo sein Lehrer immer meinte, es gibt keine dummen Fragen, und hat ihn dann gefragt, um eine dumme Frage zu finden, kann es sein, oder quasi die Frage war so, ist es möglich oder glaubst du, dass eineiige Zwillinge sich manchmal selbst verwechseln? Wie kann man so eine dumme Frage stellen, ja? Aber gut, die ist wirklich extrem dumm. I want to know what love is now. Früh genug, Terra. Früh genug. Hoffen wir es. Ich kann dir Log mal zeigen, was wahre Liebe ist. Oder wie man Liebe macht, ich meine, wie man es nimmt. Hey, Shadow. Ah, du möchtest draußen schlafen? Na, warum nicht? Oh, hast du gelauscht? Antwort wahrscheinlich nein. Okay. Okay, immerhin kann er normal mit mir reden. Ja, Shadow ist auch so ein Charakter. Ja, mal dabei, mal nicht dabei. Mit einem komischen Gesicht irgendwie. Weiß nicht wirklich, wie sein Gesicht dargestellt werden soll, was das eigentlich ist. Es sieht für mich heute immer noch ein bisschen fragwürdig aus. Ja, du hast deine Emotionen abgekillt. Für den Job, für dein Leben. Na gut. Was ist los? Interessante... Ah, Locke. Natürlich, du zerstörst jetzt die Szene. Ich weiß nicht, die heutige Folge ist wirklich nicht für dich. Und anscheinend seekrank. Auch wenn es aussieht, als wäre das Wasser relativ ruhig, aber... Oh mein Gott. Und Shadow hilft ihm nicht. Oh, niemand darf erfahren, dass du... Wie kann ihm dann aber auf Luftschiffen nicht schlecht werden? Ich meine, das ist doch relativ... Also gut, es gibt keine Luftschiffe, das weiß ich schon. Auch wenn ich wünschte, es gäbe Luftschiffe. Oh, ich wünschte, es gäbe Luftschiffe. Aber es wackelt doch bestimmt auch, oder? Muss ihm da nicht auch schlecht werden? Na, ist wurscht. Jedenfalls, ihr seht schon diese kleine Dreieck abgehackte Insel, da kommen wir ja sonst nicht hin. Aber mit Hilfe des Schiffs erreichen wir nun den neuen Ort. Heute. Genau, wir werden uns in zwei Gruppen teilen, Celeste und Leo. Und wir nehmen Locke und Shadow mit. Genau, wenn wir Esper finden, wird informiert. Unter der Frequenz, was auch immer, können wir Leo erreichen. Das ist Leo, do you read me? Okay. Shadow. Kommst du mit? Ah, sein Hundi ist natürlich auch dabei. Der darf natürlich nicht fehlen. Ah, hey. Ja? Wie? Was? Locke, im Ernst? Ohne Scheiß. Noch mehr Minuspunkte. Was ist denn los? Celeste schenkt dir dann doch ein Ohr und du gehst einfach weg?
Ich meine, weißt du, alleine traust du dich mit dir zu reden, aber vor allen Leuten machst du es dann nicht. Also es tut mir echt leid, ne? Aber Locke, tut mir leid. Du bist nicht umsonst nicht mein liebster Charakter. Nee, nee, nee. Im Moment hast du eigentlich Distanzwaffen gerade, ne? Genau, noch. Früh genug ändern wir das, ansonsten Shadow ist wieder da. Ich werde ihn nur mal ganz schnell basic ausrüsten, weil ich mich später ein bisschen mehr darum kümmern werde. Die Folge ist aber schon relativ fortgeschritten, weswegen mich das gerade nicht so großartig juckt. Nimm mal ruhig den Hero Ring noch. Ansonsten Esper, einfach nur für die Stadtboosts, kannst du auch ein bisschen was nehmen. Ansonsten vorsichtshalber kannst du versuchen, auch mal Shadow zu lernen, warum denn nicht? Aber gut, gehen wir Richtung Stadt. Das ist das, was wir hauptsächlich machen wollen, ne? Die müsste irgendwo hier oben sein. Dup, 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 dup. Ah, das war Okami, ne? Immer dieser Ladescreen. Dup, dup, dup. Und ja, wir haben neue Gegner. Und bevor wir irgendwas töten, wo sind meine Schuriken? Mensch, 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 das ist schon eine Weile her, dass wir den dabei gehabt haben. Muss ich ja mal sagen. Und ich glaube, du bist schwach auf Donner, wenn ich jetzt nicht daneben liege. Okay, du bist schwach auf Hawkeye. Von mir aus Magic Point. Und jede Menge GP. Wie sieht es da eigentlich gerade leveltechnisch aus? 460? Okay, ihr beide gleichen Level. Nur eine Sache, das wird nämlich bald wichtig werden. Und zwar, ja, ich will euch nicht unbedingt zeigen, was es macht, aber sorgt lieber dafür, dass ihr Rasp lernt. Rasp kann in naher Zukunft sehr interessant werden mit Terra. Ja, tatsächlich. Aber gut, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon relativ gut in der Zeit, aber trotzdem schauen wir uns kurz noch Thamasa an. Und hier gibt es auch einiges, was ich kaufen möchte. Stimmt, das könnten wir heute noch machen. Gehen wir direkt zu FC Arsenal. Und es gibt Rods, jede Menge Rods. Wir hatten ja schon eine Rod, glaube ich, vorher bekommen. Aber was wir haben wollen für später? Wow, wow, nicht so viel. Aber 3 Fire Rods sind gut. 4 Ice Rods. Und 4... Oh shit, ich hätte nur 3 Ice Rods gebraucht. Kleinen Moment. So, alles klar, 3 Ice Rods. Das ist der Vorteil, wenn man im Emulator spielt. Haha. Und außerdem, was wir relativ bald brauchen können, ist ein Stout Spear. Warum nicht? Ist ein bisschen teuer, aber macht dann ordentlich Damage. Und ihr könnt euch denken, warum ich den kaufen will? Vielleicht. Ansonsten Darts, das ist ein interessantes Ding, denn ich glaube, vom Basic Damage her ist das im Moment die stärkste Waffe, die wir kaufen können. Aber weil Setzers Waffe leider ihn auch nicht unbedingt stärker macht, ist das nicht so relevant. Schade drum. Und ich glaube, Tommy, du warst das, ne, der gefragt hatte, ob ich das andere Kommando von Setzer noch zeigen kann. Coin können wir definitiv später noch machen. Und ich glaube, ich könnte auch noch ein Gold Sheet brauchen für die nahe Zukunft. Ansonsten 2 Mystery Veils will ich auf jeden Fall haben. Der Mystery Veils könnte interessanterweise die beste Kopfausrüstung für Celeste und Terra sein. Denn was sie macht, ist Magic Power plus 4 und Magic Evade plus 10%. Das ist verdammt gut. Ich bin wie gesagt nicht sicher, aber ich glaube, es ist die beste Kopfausrüstung für die beiden. So früh? Okay, wir sind nicht so früh im Spiel. Wir sind tatsächlich schon fast halb durch, würde ich fast behaupten. Aber hey, ansonsten Gaia Gear nehmen wir doch einfach 4 Stück. Denn das absorbiert Erdelement, kann definitiv auch wichtig werden. Und eine zweite Gold Armor wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, aber nein. Gut, ansonsten Equipment werde ich ein bisschen später anpassen, wenn es wieder relevant wird. Das ist heute noch nicht unbedingt der Fall. Hey, 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 Item Shop, habt ihr hier was Interessantes? Nicht unbedingt, aber ich könnte... Nee, Phoenix Down 5 sollten erstmal noch reichen. Erst recht, weil Terra hat in der Zwischenzeit live gelernt. I have to tell you? Nah, never mind. Was auch immer sie mir nicht erzählen will. Läuft sowieso sehr mysteriöse Mucke hier, ne? Oh, wow, Strangers. Hast du noch was zu sagen? Wir hätten übrigens früher schon mal herkommen können mit einem Flugschiff, aber es hätte uns nichts gebracht. Wir hätten nicht wirklich was Interessantes, Neues erfahren oder so. Von daher habe ich das auch nicht gemacht. Und hier ist der Relic Shop. Falls ihr nochmal Relics braucht, könnt ihr hier nochmal zuhauen. Zum Beispiel nochmal Dragon Boots, falls ihr die verpasst haben solltet. Aber was man umsonst kriegen kann, das schmeckt einfach besser, ne? So nach dem Motto. Aber gut, ich würde sagen, wir reden beim nächsten Mal mit den restlichen Leuten. Ja, den habt ihr noch nicht gesehen, denn das triggert die nächste Szene. Ansonsten hier haben wir das in. Das ist vielleicht noch eine Sache, die ich zeigen kann. Denn schaut mal, schlafen kostet hier 1500. No way, bist du ein Gauner hier. Aber gut, was werden wir hier feststellen? Ja, der mag keine Fremden, ja, das haben wir gerade schon gemerkt, ne? Espers? Ihr wisst nicht, was Espers sind. Ja gut, hier redet man anscheinend nicht so großartig darüber. Aber gut, weiter geht's beim nächsten Mal in Let's Play Final Fantasy VI. Was dieser Mann da zu bedeuten hat, das seht ihr dann. Bis dahin und bis dahin.